Hallo, 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 meine lieben Freunde und herzlich willkommen mit einem wunderschönen Zurück zu Okami. Das letzte Mal haben wir ein paar Wächtersprosslinge befreit, beziehungsweise einen Wächtersprossling befreit und sind hier zu diesem Typen reingegangen, der ein bisschen mit einem Ding rumwedelt. Keine Ahnung. Sprechen wir ihn nochmal an. Ist das ein Speicherding? Nee, sieht aber so aus. Ach du meine Güte. Au du meine Güte, das ist ja schrecklich. Wedel, 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 wedel. Priester des Mondschreins, Mika. Mika Heikingen. Ein höchst willkommener Gast hat unseren Schrein betreten. Du kommst genau zur rechten Zeit, Wolf. Ich muss mit dir sprechen. Das da draußen ist der Harami-See, Nippons größter See. In seiner Mitte war ein alter Schrein, den man Mondhülle nannte. Aber er ist komplett verschwunden und Luft aufgelöst. In ihm war der böse Dämon, den Nagi und Shiranui einst besiegt hatten. Außerdem enthielt er Tsukuyomi, das sagenumwogene Schwert, das den Dämonen an Ort und Stelle band. Dieser Dämon, sein Name war... Nein, ich werde verflucht sein, wenn ich ihn sage. Orochi, der denn nicht genannt werden darf? Ich erkenne immer mehr Parallelen zu Harry Potter. Mit Leviosa. Ist ja auch egal. Der Punkt ist, was um alles in der Welt mit dem Schrein geschehen. Hä? Er wurde Tag und Nacht von dem Tao-Meister Wakka bewacht. Name bitte merken. Als er diesmal zurück in die Stadt ging, da ist etwas passiert. Oh mein. Was ist denn passiert? In letzter Zeit sind Monster hier aufgetaucht. Diese unheilstiftenden Monster sind die schlimmsten. Ich vermute, dass... Dass ihr Werk ist. Nun, vielleicht mal, aber trotzdem um sie kümmern. Ich habe bereits eine gesuchten Liste für dich vorbereitet. Unimaru, unverbesserliche Bimimaru, Akuse, Iso und Toya. Die müssen wir alle besiegen, ne? Die Götter werden alle diesen gesuchten Monster mit einem Zeichen markiert haben. Man erkennt sie sofort, sobald man sie erblickt, aber sie sind vorsichtig. Sie kommen nur bei Nacht heraus. Kannst du losgehen und die Liste irgendwo aufhängen, Wolf? Ich bin mir sicher, irgendeine mutige Seele wird sich der Herausforderung stellen. Erhalten Mikas Monster, das kannst du das nicht selber machen. Mögen dich die Götter für immer beschützen. Ich bin Gott. Hey, das ist doch... Hey, das ist doch die perfekte Aufgabe für uns, Ami. Für mich. Lass uns diese Liste behalten und uns verzeihen, um all diese unheilstiftenden Monster kümmern. Ich meine, wir werden ihnen ja sowieso begegnen, ob wir nun wollen oder nicht. Dann können wir auch die Belohnung dafür kassieren, aber anscheinend kommen sie nur bei Nacht heraus. Lass uns mal probieren. Ja, Nacht und so. Oh, ein Zufall. Oh, ein Zufall. So. Bivamaru, der Vandale. Was ist mit diesem Monster? Es scheint ein exorzierender Pfeil in ihm zu sein. Exorzierende Pfeile sind heilige Relikte, mit denen man das Böse vertreibt. Das bedeutet, irgendjemand wollte dieses Monster wirklich loswerden. Komm schon, Ami, gib ihm den Rest. Lass es nicht entkommen. Ja, noch geht das ja gut. Bis ich meine Waffe habe. Und sowas. Ja, bis ich meine Lieblingswaffenart habe. Muss ich leider mit dem Pinsel vorlieb nehmen. Bivamaru, der Vandale, besiegt. Wup, wup. Die sind auch tot. Automatisch. Das ist ja geil. So. Kirschbäume. Viel zu viele Kirschbäume. I see Kirschbäume everywhere. Es ist eins dieser gesuchten Monster aus der Monsterliste. Und wir haben es gefunden. Junge, man weiß nicht, was man jetzt nicht findet. Du weißt diese Monsterliste, die du da hast. Du kannst den Namen des Monsters, und das du gekümmert hast, ausschreien. Es war Bivamaru. Nimm deinen Pinsel und streich den Namen für die Liste aus. Oh Gott. Ich bin da 15 Minuten beim ersten Mal. Ah, weil das so ungenau ist. Was? Und so bist du noch aufgeregt und so streich den Namen mit dem Strich einfach von links nach rechts aus. Von links nach rechts. Warte, da ist links und rechts ist da. Also, wupp. Okay. Das ist ein Monster weniger. Wenn es so weitergeht, dann dauert das nicht lange und du hast alle Namen ausgestrichen, nachdem du sie besiegt hast. Solltest du den Priester besuchen, vielleicht gibt er dir eine Belohnung. Ja. Ich weiß nicht, dafür mache ich, glaube ich, eine eigene Folge, so eine Nebenquest-Folge, in dem ich alle suche, weil das habe ich bisher noch nicht gemacht. Wie gesagt, das ist halt eine Nebenquest. Und du
kriegst mich nicht, noch nicht. Und wir erinnern uns, in der letzten Folge ist ein Schild da unten ausgehangen. Schlafe, bitte wecken. Ah, shit. Los, kämpfen, entkommen. Lass mich entkommen. Ich seh. Okay, du mein Idiot. Wir wissen ja, wie man die bekämpft. Und zwar mit Pinseln. Hier. Wir pinseln sie einfach an. Für dich. Und den kriege ich jetzt auch noch. Genau. So. Und so. Der Pinsel ist unsere Lieblingswaffe momentan. Also, ja. Was ist unsere... Oh, jetzt hätte ich entkommen können. Sehr schön. So. Wie man entkommt, diese blauen Dinger einfach angreifen, bis sie explodieren und dann... Naja, wo wir gerade bei explodieren sind. Da ist ein Typ. Nein, nein, nein. Das kann nicht sein. Sowas sollte nicht passieren. Nein, nein, nein. Ich hätte meine Rezeptverdoppelung von dreifach überprüft. Nein, nein, nein. Nein, du, da hast du mehr Zeit. Hm? Wow. Was macht das für ein Irrlicht da? Hey, wie nennst du ja ein Irrlicht? Ich bin ist und der wandelnde Künstler. Nun, 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 du bist ein kleiner Ball aus Feuer, oder nicht? Ich bin Tama. Tama, der feurige Pyrotechniker, so werde ich genannt. Feurige Pyrotechniker Tama. Bei dem 10.000 Lunten brennen. Und ich glaube, seine Lunte ist schon abgebrannt. Hört hier, ihr beiden, ich bin kurz davor, ein unglaubliches Hammerding zu starten. Sieh dir das Rezept an, das ich da an der Wand habe. Meine ganze Erfahrung als Pyrotechniker steckt in diesem Rezept drin. Freunde, Freunde, es ist an der Zeit für ein kleines Feuerwerk, das ich um Mitternacht Wunderjunge nenne. Entschuldigung, ich lese gerade recht ungenau. Es gibt nur ein Problem. Obwohl ich weiß, dass das Rezept in Ordnung ist, funktioniert es noch nicht. Ich weiß. Hör zu, Welpe. Du hast gute Augen, feurige Augen, glühende Augen. Vielleicht ist es genau dieser heißrote Blick, den ich brauche, um das hier zu starten. Genieße den größten Augenblick des Saus, wie ich das je gesehen habe. Was? Haltet eure Hüte fest, Kinder. Los geht's. Und die am hellsten leuchtende Konstellation am Himmel. Der Mitternachtwunderjunge. Wir haben uns die Konstellation, sage ich schon. Die... Also den Pinselstrich gemerkt und müssen den jetzt rekonstruieren. Das habe ich im letzten Part auch ein bisschen voreilig gemacht und... Boom. Oh mein Gott. Dieser Tama mag ja ein paar Schrauben locker haben. Aber er hat's voll drauf. Hm, wieder dieses Licht. Ja, das ist aber der Konstellation gesagt. Derp, hoppade, derp. Derp, derp. Derp, derp, derp. Oh, das ist eine weitere Sternenkonstellation. Der große Bär. Eigentlich. Ich bin mir aber sicher, es ist kein Bär, sondern ein Idiot, der die Sterne falsch gezeichnet hat. Hey. Fehlt da irgendeiner? Nee. Jetzt hat. Haben wir es doch. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist eine Wildsau. So. Mit brennenden Kindern, Alter. Bakugami. Baku hieß irgendwas. Na, Amaterasu, Quelle alles Guten und unsere alle Mutter. So oft vergessen wir. Monster und Reflex. Versteck, ich habe deine Spur verloren. Aber jetzt ist meine Seele erleichtert. Ich, Bakugami, Gott der Explosionskraft, verleihe dir meine Kraft. Benutze die Kirschbäume und... Die Kirschbombe, Entschuldigung. Und bringe die Zerstörung über deine Feinde und Hindernisse. Boom. Und da kommt die Pinselkraft. Oh Mann. Entschuldigung. Hey, du hast gerade eine weitere Pinsel-Energie bekommen. Das war Bakugami, Gott der Explosion. Seine Technik wird Kirschbombe genannt. Damals, Enthusiasmus muss die Kraft des Gottes in dir geweckt haben. Nun, was wartest du noch? Probier die Kirschbombe schon aus.
Wie wäre es mit dem Riss an der Wand da? Warum probierst du nicht einmal eine Kirschbombe? Aber sei vorsichtig. Ja. Bumm. Ganz einfach. Muss man nicht vorsichtig sein. Wow, seht ihr mal das Loch da an. Die Wand mit dem Riss ist total zerbrochen. Diese Kirschbombe ist eine zerstörerische Technik. Ich meine, denk doch einfach mal darüber nach, wie sie auf Monster reagieren wird, die wir bekämpfen. So was Mächtiges zu kontrollieren, was? Aber ich wette, du wirst sie die ganze Zeit benutzen, wenn du sie gemeistert hast. Ja, es ist eine Technik, die recht kompliziert ist zu meistern, sage ich jetzt einfach mal. So, erhalten Rattenstatue, 13 Sachen. So, haben wir schon 10 Minuten, Alter. Das geht ja sowas von gar nicht voran hier. So, was haben wir noch? Mondhöhle haben wir noch. Ich bin jetzt hier nur hingegangen, weil Nacht geworden ist. Und in die Mondhöhle kann ich immer noch auch wenden. Tag ist. Also stiften wir jetzt dem Dojo einen Besuch ab. Trollolol. So, Pferde schlafen. Und da ist ein verfluchtes Tor. Beziehungsweise ein Teufelstor. Hey. So. Hier sind wir und machen den kaputt. Oder auch nicht. So, dann komm mal her hier. Kommen Sie mal her, junge Dame. So, ich muss bloß mich dran gewöhnen, die Lockdown-Kamera zu nutzen. Ups. Das war übrigens ein Schutz. Ich habe keine Ahnung, wie man den genau benutzt. Ich weiß nur, er lädt sich auf irgendwie und dann macht er Sachen. Sag bloß. So, ich weiß jetzt auch nicht. Muss ich den anbellen? Keine Ahnung. Ah, jetzt habe ich eine Lockdown. So. Sehr schön. Muss ich... Nee, ich muss nur einmal drücken, dann lockt er auf das Ziel. Hat er irgendwie getroffen? Ich glaube nicht. Ah, shit. Ihr müsst natürlich auch schauen, dass ihr den Kraftstrich schafft und nicht so eine Scheiße macht wie ich. Weshalb die Folge mal wieder 10.000 Jahre geht. Ey. Komm schon. So, genau. Ja, hau ein bisschen rum und dann bitte Kanone und nicht verbuddeln. Ah, brav. So, und jetzt. Ah! Was war das denn? So, jetzt hat. Und den Rest mache ich dann so. Hoffe ich, dass ich den Rest so mache. Komm mal raus. Ups, okay, da wurde ich getroffen. Das war so nicht geplant, offiziell. Oh, endlich ist der Kampf vorbei. Alter, hat der wieder lange gedauert. Ich wollte jetzt eigentlich noch ins... Du willst mich doch verarschen, oder? Zwei Gegnerwellen, ey. Na, egal. So. Haben wir das. Oh, ich sollte nicht mehr in diese komischen Tore gehen, wenn ich noch irgendwas vorhabe in der Folge, ey. Na! Diese Typen, ey. Die bringen mich noch auf die Palme. Obwohl es hier keine Palmen gibt. Pflanze ich eine an, ey. Hier, Palme. Hier irgendwo. Da. Da will ich eine Palme haben. Da ist eine Palme. So. Stellt euch einfach vor, das ist eine Palme. Das ist nicht, ich weiß, aber... Moment, kann ich den so anpinseln, dass er nicht reingeht? Ja, kann ich. Yay. Ah, sehr gut. Okay. Neue Taktik. Und neues Tic-Tac. Du hast Mundgeruch. So. Jetzt lohnt es sich auch nicht mehr ins Dojo zu gehen, ganz ehrlich. Zeit mal wieder absolut... grottenschlecht und Schaden gegen so. Okay, ja, kriegen wir noch mehr Glück. 15, um genau zu sein. Eins fehlt uns noch, dann haben wir 200. Das wird später noch wichtig. Merkt euch das. Das hier sind Ziele, schätze ich, die wir kaputt machen können und wo Geld rauskommt. Ein Yen, um genau zu sein. Hey, ich meine, ein Yen ist ein Yen ist ein Yen. Hm? Was für ein protziges Schild. Ami, das ist hier als ein Dojo. Hier kommen die Leute, um Schwerkampf und Kampfkunst zu trainieren.
Aber wer weiß, ob die dich hier trainieren werden. Vielleicht wirst du, wenn du ein gutes Wölflein bist, davon bringt man hier ein oder zwei Tricks bei. Was? Naja, vielleicht bringt man hier ein oder zwei Tricks bei. So. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Wölfe mag? Naja, egal. Jedenfalls hoffe ich, euch hat die Folge soweit gefallen. Falls ja, bitte kommentieren, bitte abonnieren, bitte gut bewerten und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö.